Brot wascht am Dreckeimer. Gott sei Dank müssen sie die Kolumne nimmer ausschneiden, aufheben, auswendig lernen und alle zwei Wochen an Mannemann in die ganze Welt schicken. Es gibt Schwöbelswoche jetzt als Buch. Ein Weihnachtsgeschenk, wo passt und hinten noch nicht umgetauscht werden muss, weil es spannt an Bauch und Bobbes. Kennen Sie sich noch an meine Kolumne vom 13. Dezember 2007 entsinnen? Genau, das war die mit der Glühweinkerbe alias Weihnachtsmarkt. Wo es heisst, auf der Glühweinkerbe trifft man die Leute zu Tausenden. Letzthin habe ich am Wasserturm in 10 Minuten 20 Leute getroffen. Mit denen war ich nicht verwandt und nicht verschwägert. Trotzdem habe ihr Knie genau in meine Kniekehle gepasst. Jetzt ist es wieder soweit. Glühwein habe, soweit das Auge reicht und der rieselnde Duft von Brotwurst, Glühwein und Waffeln aus der Luft fliegen kann, wie ein Elefant die Blätter von der Bäm. Auf der Glühweinkerbe siehst, mir Kurpelzer habe Kultur. Kaum haben wir ein Brotwurst gekauft, haben wir auch schon einen Dreckeimer gefunden, wo wir drei essen können. Nicht wie manche Ausländer, wo nicht so viel Kultur haben wie mir. Die laufen rum und suchen einen Tisch. Wir sind da anders. Gern stehen wir zusammen um einen Dreckeimer und lassen es uns schmecken. Familiär halt. Wie ich das erste Mal Menschen an Dreckeimer hab essen sehen, war mir klar, das ist ein guter Platz, vertraut zu essen, weil vom Dreckeimer ist es nicht weit bis direkt neben der Dreckeimer, wo man dann seine Sache schmeißen kann. An dem Beispiel sieht man, bloßes Volk ist wirklich kreativ. Wäre Möbelmacher draufgekommen, Dreckeimer als Tisch zu machen? Nix. Das haben wir manchmal erfunden. Erst hinten noch haben Möbeldesigner Dreckeimer als Möbel, wie soll ich sagen, designt, gestylt. Manche bauchisch, andere zylindrisch, außenrum ein Teig, eine Schicht Senf drauf, dass man nicht so hart liegt und in der Mitte ein großes Loch. Inzwischen gibt es verschiedene Modelle von dem, wie soll man sagen, ein schönes deutsches Wort, Drecktable. Es gibt Drecktable mit einem Schlitz in der Mitte. Ehrlich gesagt, die mit dem Loch finde ich besser, weil beim Schlitz kommst gut neu, aber nicht mehr gut raus mit der Wurst in der Hand. Wann ich jetzt in der Kurpfalz unterwegs bin, in der Stadt, in Zellendorf, stehe leid um Dreckeimer und genieße mit voller Backe. Brot wascht am Dreckeimer, unseren Beitrag zum kulinarischen Welterbe der Menschheit. Aufpassen, das könnte Ausschlag geben bei unserer Bewerbung zur Kulturhauptstadt. Stehen Kurpilze am Dreckeimer, vier Becher Glühwein im Kopf, die Gosch voll weg und wascht und sagt, ihr sind als Volk, hä? Wir sind fast Volk, hä? Jetzt schlug er den Brei aus weg und wascht nun, dass er verstanden werden kann. Wir sind das Volk.